erkennst du deinen wahren Wert. Fuck. Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Johnny. Ich hab dich. Lothrok fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn. Moin zusammen, weiter geht's mit Cyberpunk 2077. Überfall im Gang, da gehen wir hin und danach zum Verdacht auf organisiertes Verbrechen. Wow, ich hab noch überlegt, so, wird das was oder nicht? Wow, okay. Säubere die Gegend, sichere Beweismaterial. Ups. Den einen haben sie umgelegt gerade, glaube ich. Ne? Okay. Ja, leider wieder nicht so hingehauen, wie ich gedacht hatte. Mit den Springen ist zwar ganz nett, aber wenn man dann nicht richtig landen kann, wird das alles nichts. So, auf jeden Fall haben wir da einen Müllcontainer. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass die Polizei hier nicht aufmerksam wird. Bam, bam, bidam, bam, bam, bidam, bidam. Zu viel dabei. Entferne überflüssige Items aus dem Inventar. Okay, muss ich gleich wieder ein bisschen Gedöns zerlegen. Inventory. So, Waffen, ne? Ja, zerlegen. Thank you.
crash. Divided we stand. Aber ich glaube, ansonsten habe ich keine ikonischen mehr. Sehr schick. So, und der dritte müsste halt noch reinpassen. BD, BD 1C, 5 und 50. Ah, scheiße. So, nur da. Archiviertes Gespräch. Shento und Fresco. Wir haben ein Problem. Der hat uns gefeuert, die ganze Crew. Chad meint, er holt sich ein paar Jungs aus dem anderen Bezirk. Die sollen wohl billiger sein. Wir stimmen uns nicht gerade fröhlich. Du musst mit dem Typen reden. Mach ihm klar, wie wir hier in Vista Geschäfte machen. Sicher doch. Solche Unleitungen sind meine Spezialität. Macht dir keine Sorgen. Morgen habt ihr euren Job wieder. Versprochen. Benutzen, schließen. Okay, das war's hier schon, ne? Würde ich sagen. Verdacht auf organisiertes Verbrechen. Blüb-typ. Ah, nicht T. Kein Sender. Okay, läuft trotzdem, ist egal. Mann, scheiße, ey. So habe ich mir das hier nicht vorgestellt. Ran an die Flinte, die gute. Gar nichts nehme ich. Waffenglitch, sie napsen Burnout auch gerne on top. Kontrollübernahme, ne? Schade. Ich dachte, ich fahre mit dem Auto da rein. Cyberwehrstörung. Heilt sich die Sau. Ja.
General Pau Sicherheitspersonal den Angriff ohne weitere menschliche Verluste abwehren und sich in Sicherheit. Das Unternehmen hat bereits wert. Ich werde die Standardwaffen opfern. Nehmen wir Nein! Fuck! Tacky! Ach, so eine Kiste ist das hier gar nicht. Los, hol dir das Gebiet. Neues Magazin erkannt. Nachricht an Nutzer. Sehr geil. Okay, ja. Geplant war das so nicht. Archivier das Gespräch. Ines und Roger. Guten Tag, Officer. Was willst du? Wir organisieren einen kleinen Familienausflug in den Süden und hoffen, dass wir an der Grenze keinen Ärger bekommen. Das wird teuer, verdammt teuer. Die da oben machen uns Druck. Überall Kameras, ständig Kontrollen. Verstehe. Die Summe zu erhöhen sollte kein Problem darstellen. Wollen wir deinen Weg, oder wie sagt man so schön? Okay, ich schicke dir die Kontonummer und eine Einweisung zur Höhe des Betrags. Selbstverständlich, Sir. Ich erwarte Ihre Nachricht. So, hier ganz hinten habe ich auch einen umgelegt. So, immerhin räumen wir hier auch auf, wenn wir fertig sind. So, einsammeln, aufsammeln. Update wird installiert. Dies könnte ein paar Minuten dauern.
bam, bam, bidam, bam, bam, bidam, bidam. Da liegt ein Arm. Glücklicherweise konnte das überlebende Krankenhaus-Sicherheitspersonal den Angriff ohne weitere menschliche Abwehr bringen. So, der ist schon voll. Okay, dann sind wir hier fertig, ne? Sehr cool. So, das ist die Frage, wo geht's jetzt hin? Ich würde sagen, wir fahren da oben zu dieser Nebenmission. Dies wird ein paar Minuten dauern. Ich glaube, das ist meine Abfahrt. Erbitten Verstärkung im Stadtzentrum. An alle Einheiten in der Nähe. Roger, willkommen. Zentrale, heute Abend schon was vor? Jemand da? Da muss ich rein. Da ist der Wurm drin. Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch hier auch nochmal mit. Neues Gebiet wird betreten. Jinguji. Willkommen im Jinguji. Okay. Ah, sieh mal einer an. Welch schöne Überraschung. Hatte schon fast ein bezauberndes Antlitz vergessen. Das wäre doch ein Jammer. Willkommen zurück in unserer kleinen Oase der Eleganz. Was kann ich heute für dich tun? Vielleicht ein kleines Upgrade? Ha? Pailletten sind gerade wieder im Kommen. Was will er? Ziemlich ruhig hier. Ziemlich leer hier dieser Tage. Was soll ich sagen? Im Jinguji zählt Qualität, nicht Quantität. Nur zwischen uns beiden. Ein Hauch Eleganz kann viel bewirken. Ach. Senku LX. Senku LX, Senku LX. Senku LX. In vier Variablen. Hauptsache hübsch. Nicht im Kleiderschrank. Boah, ich glaube, ich möchte gar nichts kaufen. Scheiße! Wachen! An die Tür! Haltet ihn da fest! Schaltet den Alarm aus! Moment! Scheiße, ich verschwinde, das ist ein Psycho. Redest du mit mir? Exakt! Gott sei Dank! Aufrücken! Ziel umzingeln! Ziel aufschalten! Weiter los!
Übernehme jetzt! Ah! Ziel neutralisiert. Wow. Zeugen sicherstellen. Aber wie musst du ja unbedingt Anziehpuppe in einem Konzern spielen? Hey, ich kann dich hören! Du sagst es. Hey, ihr da! Los, Augenzeugenberichte! Endlich! Jetzt nur diese Grütze aufwischen, dann geht das Geschäft weiter. Situation unter Kontrolle. Alarm deaktivieren. Und jetzt? Triff dich mit Takemura. Setzen! Hände, wo ich sie sehen kann. In Übereinstimmung mit Artikel 105 des Cyberpsychose-Prozedurkodex werden eure Zeugenaufnahmen aufgenommen und gespeichert. Ich bin Melissa Rory, MaxTech Senior Officer. Namen und Beruf? Zane Jagger. Ich arbeite im Jinguchi, einer Oase der Eleganz in... Oh, Macht der Gewohnheit. Wie? Söldnerin. Gelegenheitskundin von Zane. Johnny Silverhand, Rocklegende, Stimme in Wies Kopf Maul, und... Johnny. Lass mich doch mal wenigstens so tun, als würde ich existieren. Scheint zu stimmen. Beschreib die Vorgänge ab dem Moment des Angriffs. Ich war gerade dabei, wie ein einmaliges Angebot zu präsentieren, als ich auf einmal Schüsse auf der Straße... Zane wollte mir so einen Paillettenscheiß andrehen. Der Psycho stürmte rein und nietet die Mietmuskeln um. Zane haut auf den Alarm und schließt uns mit dem Wichser ein. Danke, Zane. Mr. Jagger hat das korrekte Sicherheitsprotokoll befolgt. Er hat den Handlungsbereich des Angreifers drastisch eingeschränkt. Ja, hab ich gemerkt, als ich in diesem winzigen Handlungsbereich Katz und Maus gespielt habe, bis ihr aufgekreuzt seid. Sonst noch was? Ungewöhnliches Verhalten? Der hat meine Leute zerstückelt und den Ruf dieses Ladens zerstört. Nein, sonst nichts weiter. Danke für die Kooperation. Das wäre alles. Forensik wurde benachrichtigt. Wird gleich eintreffen. Jagger, der Laden bleibt geschlossen, bis die Untersuchung beendet ist. Hey, wie? Sobald der Laden wieder sauber ist, bist du jederzeit willkommen. Ich suche dir was Exklusives. Nur für dich. Meldebericht. Danke. Wie sieht es aus? Bis dann, Zane. 2 Tote, 2 Verwundete im Laden. 6 Tote draußen auf der Straße. Wo bleibt die Forensik? Check den Stau. Dauert noch ein bisschen. Das war cool. 3 Vorteilspunkte? Okay. Ich kann eigentlich wieder gehen. Gute Arbeit. Hast du das gespürt? Wie das Leben aus deinem Körper gewichen ist? Moment mal. Deine Mantis-Klingen. Das sind Higurashi 2013er. Wurden die nicht 2069 vom Markt genommen? Die sorgen doch für Probleme mit den Neuralprozessoren. Pieksen einen Teil vom präfrontalen Kortex, der nicht gepiekst werden sollte. Sonst hätte ich mir die auch geholt. Scharfer Blick. Hab sie vor Jahren installieren lassen. Sehr präzise. Ich dachte, MaxTech hat Arasaka-Klingen als Standardausrüstung. Aber hey, so gut wie du mit den Dingern umgehen kannst... Sie erinnern mich. Wenn ich sie ansehe, sehe ich alles, was sie zerfetzt haben. Muskeln, Sehnen, Knochen, sogar Implantate. Wie ein Messer durch warme Butter. Aber jetzt bist du bei den Guten, ja? Macht ihr sie immer gleich platt? Hab gehört, Therapie kann helfen. Eine Lebendfestnahme des Ziels erhöht das Risiko für Umstehende. Wird selten gemacht. Äußerst selten. Selten? Wohl eher nie. Wie viele Psychos hast du schon gerettet? Wechsel nicht das Thema. Du hast gespürt, wie er gestorben ist. Fühlt sich das gut an, wenn das Blut noch fließt, aber er schon tot ist? Okay. Ach, das Adrenalin ist ganz nett, aber... Deine Begeisterung teile ich nicht wirklich. Du liebst die Jagd, das Töten. Völlig egal, ob es Psychos sind oder normale Leute. Wir sind gar nicht so unterschiedlich. Ich habe den Blick in deinen Augen gesehen, nach dem Kampf. Komm zu uns. Wir könnten Leute wie dich gebrauchen. Oh. Ich? Ein Cop?
Das letzte Mal, dass ich ein Cop sein wollte, da war ich 6. Aber ja, ich denk drüber nach. Tu das. Du hast definitiv Talent. Geil. Okay, gibt's denn noch was zum Quatschen? Wo ist denn sein Kopf hin, sag mal? Da ist ein Arm, da ist ein Arm. Da ist ein Bein. Da ist der Täter. Kann man mit Zane noch quatschen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Tschö. Wow. Hier hat er auch ein paar umgenietet, Alter. Den hier hätte ich gerne. Neutralisiere die Täter über sichere Beweismaterial. Nehmen wir den noch mit? Na, ich würde sagen, wenn, dann in der nächsten Folge. Viel Spaß bei deinem, bis bald und ciao.